Gut, herzlich willkommen zu diesem Webinar. Dieses Webinar ist Teil des Projektes European Citizens Bank. Das Projekt European Citizens Bank wird von mehreren zivilgesellschaftlichen Organisationen in Europa getragen und in verschiedenen Ländern der Eurozone durchgeführt. Hintergrund des Projektes ist, dass die Europäische Zentralbank gerade zum ersten Mal wieder seit 18 Jahren eine Überprüfung ihrer geldpolitischen Strategie durchführt und dass deswegen eine einzigartige Chance ist, Stimmen aus der Bevölkerung heranzuholen und an die EZB heranzutragen und so diesen Prozess der Strategieüberprüfung zu beeinflussen. Deswegen ist Ziel des Projektes der European Citizens Bank, wovon dieses Webinar Teil ist, dass wir die Stimmen der Bevölkerung herausholen und sie mit der und sie an die EZB weiterleiten. Und zu diesem Zweck haben wir eine Plattform erstellt, auf der Sie ganz viel machen können. Sie können auf der einen Seite durch Informationsmaterialien sich über die Europäische Zentralbank und die aktuelle Geldpolitik informieren. Sie können sich dort mit Bürgerinnen und Experten austauschen über verschiedene Szenarien zur Weiterentwicklung der EZB. Sie können an Webinaren wie diesem teilnehmen. Dann gibt es eine ganze Reihe von Webinars. Dazu sage ich später noch mehr. Sie können eigene Vorschläge auf die Plattform stellen, was Ihrer Meinung nach die EZB machen sollte. Und schlussendlich können Sie auch an einer Bürgerinnenversammlung teilnehmen, die ein wenig intensiver nochmal Vorschläge vorbereitet. Und die Vorschläge dort werden dann direkt und offiziell an die Europäische Zentralbank geschickt. Das kurz zum Umriss des Projektes. Das Webinar nun ist Teil einer längeren Webinarserie und ich freue mich sehr, begrüßen zu können Dr. Silber Tuber vom Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung, Dr. Mauricio Vargas von Greenpeace Deutschland und Magdalena Senn von der NGO Finanzwende. Wir werden uns in diesem Webinar mit dem Verhältnis von der Europäischen Zentralbank und der Klimakrise beschäftigen, wie die Geldpolitik CO2-neutraler ausgestaltet werden kann. Dafür würde ich jetzt für die Moderation übergeben an Magdalena. Danke, Marc. Ich starte auch kurz meine Präsentation. Sekunde. Ah, das hat noch nicht geklappt. Augenblick. So, jetzt solltet ihr die Präsentation sehen können. Genau, danke Marc nochmal für die kurze Einführung. Ich arbeite für Finanzwende. Das ist eine NGO im Finanzmarktbereich, die sich für gerechtere und stabilere Finanzmärkte einsetzt. Und wir hatten vor kurzem auch das Vergnügen, eine größere Online-Konferenz zur aktuellen Rolle und zu den Herausforderungen von Zentralbanken abzuhalten. Es hat Anfang Februar stattgefunden und es drehte sich eben auch um die Fragen von Klimawandel, Ungleichheit und Finanzstabilität. Wir haben da auch viele Materialien zusammengetragen. Die findet ihr auch unter der Website, die hier unten steht, Transformative Responses. Wenn jemand noch weiterführende Informationen später sucht, da haben wir viele Reports und auch Videos zusammengestellt. Aber ich will jetzt schon direkt ins Thema einsteigen. Die Rolle der EZB in der sozial-ökologischen Transformation. Wichtig ist zu sagen, seit der Finanzkrise 2007 und 2008 hat sich der Umfang und der Art davon, wie die EZB im Finanzsystem interveniert, erheblich ausgeweitet. Es gab Anleihekaufprogramme und verschiedene andere Instrumente, um die Wirtschaft und das Finanzsystem zu stützen. Das hatte aber auch erhebliche Nebeneffekte. Zum Beispiel ist dadurch die Ungleichheit gestiegen und die ökologische Krise hat sich weiter verschärft. Denn es gibt inzwischen viele Untersuchungen, dass eben die Anleihekäufe von der EZB die Vermögenspreise steigen lassen. Und das sorgt eben dafür, dass die, die Vermögen haben, dadurch noch reicher werden. Gleichzeitig haben diese Programme
auch eine Schlagseite hin zu CO2-intensiveren Unternehmen, die dadurch Vorteile bei der Finanzierung bekommen. Also kann man auch sagen, die EZB hat Klimaschlagseite und im Endeffekt ist dann der Schluss nahe, dass Geldpolitik leider nicht so neutral ist, wie die EZB es manchmal gerne sagt, inzwischen auch nicht mehr so sehr. Genau, und wenn man das Thema grundsätzlich betrachtet, was muss die EZB, was soll die EZB eigentlich machen, dann muss man ihr Mandat anschauen. Und in ihrem Mandat ist eben das Primärmandat, die EZB soll für Preisstabilität sorgen. Und das Sekundärmandat, sie soll dabei, wenn es die Preisstabilität nicht gefährdet, auch die allgemeinen Ziele der europäischen Wirtschaftspolitik unterstützen. Und aus diesem Mandat kommt jetzt eben dieser Diskurs und diese Debatte, in die wir heute einsteigen wollen mit euch und mit Ihnen. Da gibt es einerseits die Seite, die sagt, ja, die EZB soll doch unter ihrem Sekundärziel die Wirtschaftspolitik der EU unterstützen, und da die EU jetzt ja stärker mit dem europäischen Green Deal die ökologische Krise auch bekämpft, soll die EZB das auch unterstützen und so eben auch die Transformation voranbringen. Und die Gegenposition dazu in der Debatte ist, nein, die EZB soll sich um Preisstabilität kümmern und die anderen Aufgaben wie die ökologische Krise lieber der Politik überlassen. Und ich will nur soweit jetzt ins Thema einführen, und jetzt darf ich übergeben, zunächst an Silke und dann an Maurizio, die kurz ihre Sicht auf die Thematik darstellen werden. Danach haben wir eine Diskussion, die ich ein bisschen leiten werde mit Silke und Maurizio. Und am Ende, in den letzten 15 Minuten, wollen wir auch insbesondere eure und ihre Fragen hier aufgreifen und beantworten. Und genau, ich sage nochmal unsere beiden Sprecher und Sprecherinnen, wir wollen hier das so leicht verständlich wie möglich machen, deswegen bitte schön kurz fassen und das auch so formulieren, dass das jeder verstehen kann. Und mit diesem Hinweis darf ich auch schon an Silke übergeben. Danke. Ja, vielen Dank. Ich starte gleich mal meine Präsentation und werde versuchen, so verständlich wie möglich zu sein. Magdalena hat es ja schon gesagt, die EZB hat ungewollt einen CO2-Bias in ihrer Geldpolitik. Aber selbst wenn sie diesen nicht hätte, sollte sie schnellstmöglich anfangen, klimapolitische oder klimarelevante Kriterien bei ihrem geldpolitischen Instrumentarium anzuwenden. Die heutigen Investitionen, die die EZB mit ihrer expansiven Geldpolitik anschiebt, sind entscheidend dafür, ob und wie reibungslos die Transformation hin zur Klimaneutralität gelingt. Die EZB ist berechtigt, die Klimapolitik der Regierungen zu unterstützen. Erstens ist sie vertraglich verpflichtet, die allgemeine Wirtschaftspolitik zu unterstützen. Und zweitens gehen vom Klimawandel und von der Transformation hin zur Klimaneutralität Risiken aus, der sie ebenfalls begegnen muss, und zwar unabhängig davon, ob sie jetzt die allgemeine Wirtschaftspolitik unterstützt. In Deutschland wird das Mandat der EZB häufig verkürzt dargestellt als der Auftrag, für Preisstabilität im Euroraum zu sorgen. Und tatsächlich der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, in dem steht, das vorrangige Ziel ist, die Preisstabilität zu gewährleisten. Wenn es aber ohne die Beeinträchtigung des Ziels der Preisstabilität möglich ist, soll die EZB die allgemeine Wirtschaftspolitik der Union unterstützen. Zu den Zielen der allgemeinen Wirtschaftspolitik zählt dabei eine nachhaltige Entwicklung, ein hohes Maß an Umweltschutz und auch Vollbeschäftigung unter anderem. So steht es im EU-Vertrag.
die Hauptverantwortung für die Klimawende liegt natürlich bei den Regierungen. Da CO2-Preise, Regulierung oder auch Verbote sind da Instrumente, die zur Verfügung stehen. Den Finanzmärkten kommt aber auch eine bedeutende Rolle zu, weil massive Investitionen für die Transformation hin zur Klimaneutralität erforderlich sind. Mit der Niedrigzinspolitik hat die EZB aber die Finanzierungskosten für alle Unternehmen gesenkt, unabhängig davon, ob ihre Investitionen klimafreundlich oder klimaschädlich sind. Und mehr noch, und darauf wird Maurizio stärker wahrscheinlich eingehen, die Zentralbanken des Eurosystems begünstigen im Augenblick Unternehmen mit einer schlechten Klimabilanz. Je länger Investitionen in traditionelle Technologien stattfinden, desto abrupter wird später die Transformation ausfallen und desto höher sind die Risiken von Verwerfungen an den Finanzmärkten. Man könnte daher die Geldpolitik auch allein durch die Risiken für die Finanzmarktstabilität rechtfertigen. Diesen Risiken muss die EZB in ihrer Funktion als Finanzaufseherin begegnen. Und wenn die EZB die Risiken von Klima und Transformation berücksichtigt, dann unterstützt sie damit indirekt die Wirtschaftspolitik. Die Grenzen zwischen makroprudenzieller Politik, dem Management der eigenen Bilanzrisiken und der Geldpolitik sind dabei fließend. Das sehen die Zentralbanken selber auch so, die sich bereits 2017 in einem Netzwerk zur grüneren Gestaltung des Finanzsystems zusammengeschlossen haben. Mittelfristig wird das Eurosystem diese Risiken bestimmt berücksichtigen, aber die Zeit drängt und daher sollte zeitnah gehandelt werden. Und da sehen wir insbesondere zwei Ansatzpunkte. Einmal die Sicherheiten. Die haben die breiteste Wirkung, weil sie das größte Volumen haben. Sicherheiten müssen die Banken bei der Zentralbank hinterlegen, wenn sie sich bei ihr refinanzieren. Diese Sicherheiten sind in der Regel Anleihen, können aber auch Kredite sein, also Bankkredite sein. Als erste Maßnahme sollte die EZB ankündigen, dass sie ab einem gewissen Zeitpunkt, zum Beispiel 2024, nur noch Sicherheiten akzeptiert, für die klimarelevante Informationen vorliegen. Das würde die Berichterstattung von Klimabilanzen voranbringen. Ebenfalls zeitnah sollten alle Sicherheiten mit einem Bewertungsabschlag belegt werden, der entfällt, wenn nachgewiesen wird, dass damit eine grüne Aktivität finanziert wird. Dieselbe positive Wirkung würde durch eine Neujustierung der Wertpapierkaufprogramme erreicht werden, indem die EZB also den Anteil von grünen Wertpapieren erhöht. Zu der Größenordnung mal kurz. Die notenbankfähigen Anleihen, die als Sicherheiten im Eurosystem eingereicht werden können, haben zusammen, die nichtstaatlichen, haben zusammen ein Volumen von 6.533 Milliarden Euro. Im Vergleich sind die geldpolitisch motivierten Käufe von nichtstaatlichen Wertpapieren zuletzt hatten die ein Volumen von 592 Milliarden Euro. Das heißt, mit den Sicherheiten ist eine deutlich höhere Wirkung zu erzielen. Ich schließe mit einem Zitat vom Europäischen Gerichtshof, der, wenn auch in einem anderen Kontext, feststellte, dass die EZB darauf achten muss, dass die von ihr beschlossenen geldpolitischen Maßnahmen nicht die Wirksamkeit der von den Mitgliedstaaten verfolgten Wirtschaftspolitik beeinträchtigen. Vielen Dank. Danke, Silke, für den guten Einstieg und ich übergebe gleich das Wort an Maurizio. Ja, schönen guten Tag auch von meiner Seite. Ich würde auch dazu übergehen, den Bildschirm kurz zu teilen. Eine Sekunde. Vieles ist ja schon gesagt worden von Silke. Ich würde einfach gerne vielleicht noch ein paar Punkte hervorheben, die ich glaube einfach extrem wichtig sind. Einladen vielleicht die Erkenntnis, dass wir über drei Ebenen sprechen.
Wenn wir über eine grüne oder Paris-konforme Geldpolitik sprechen, zum einen eben eine urökonomische Funktion der Notenbank, die im Primärziel der EZB definiert ist, nämlich das sozusagen Primat der Preiswertstabilität. Ich denke, dass es dafür Argumente gibt, dass man zeigen kann, dass die Klimakrise eben auch die ökonomische und damit eigentlich auch die implizit die Preiswertstabilität gefährdet. Das heißt, dass es auf dieser Ebene Ansatzpunkte gibt. Ich denke, dass es auf einer nachgelagerten, wie Silke ja gerade auch ausgeführt hat, politischen, wirtschaftspolitischen Ebene Ansatzpunkte gibt, gerade auch im Sekundärziel verankert. Also das, was formuliert ist, dass unter Wahrung der Preiswertstabilität die EZB eben auch die allgemeine Wirtschaftspolitik zu unterstützen habe. Und darüber hinaus eben auch dann die Finanzstabilitätsfragen. Also das heißt, unabhängig davon, wie das Mandat, geldpolitische Mandat formuliert ist, gibt es klare Hinweise, dass aus der Klimakrise eben eigentlich unmittelbar Finanzrisiken resultieren und mit Blick auf die Finanzmarktstabilität eigentlich Handlungsdruck da ist. Das sind so diese drei Ebenen. Um das einfach mal plastisch zu machen, glaube ich, muss man sich nochmal vor Augen führen, was Paris-konform eigentlich heißt. Was man hier sieht, ist einfach das Faktum, dass unsere Wirtschaftsordnung in hohem Maße karbonisiert ist und wir aber wissen, um die Klimakatastrophe zu verhindern, wir eigentlich eine massive Dekarbonisierung haben. Das ist eine historische Zäsur, die unsere Wirtschaftsordnung hier unterzogen wird. Und meines Erachtens ist die damit einhergehende notwendige Veränderung eigentlich ökonomisch noch nicht ausreichend reflektiert. Das heißt, welche Geschäftsmodelle werden eigentlich in dieser Welt nicht mehr funktionieren? Man sieht hier diesen Gap zwischen dem, was momentan die Politik so plant, ne, das sogenannte Stated Policy Szenario der Internationalen Energiebehörde, und dessen, was eigentlich passieren muss, wenn man den ökologischen Klimakollaps verhindern will. Ja, und an der Stelle schlummert einfach zum einen unglaublich viel, also unglaublich viele Finanzmarken, unternehmerische Risiken, weil eben genau die Unternehmen, die eben noch weiterhin darauf bauen, weiterhin fossile Energieträger zu fördern oder eben auch im Automobilbereich auf die Verbrennertechnologie zu setzen oder aber wie Fluggesellschaften also etc. davon ausgehen, dass man hier noch eine ganze Weile weitermachen kann wie bisher, das wird nicht funktionieren und die Geschäftsmodelle werden verschwinden und damit eben auch Finanzrisiken. Wenn man diesen Weg nicht geht, ist auch klar, dass eben ökonomisch damit verheerende Kosten einhergehen. Jüngst hat die Swiss Re geschätzt, dass wenn man so weitermacht, wird bis 2050 der jährliche Schaden in BIP gemessen auf deutlich über 10% ansteigen. Also nie dagekannte Größen. Also das ist Pi mal Daumen 2 bis 3 mal so viel, wie jetzt die Corona-Pandemie verursacht hat. Ja, also man merkt schon, die Hypothese, ohne ökologische Stabilität wird es auch keine Preisstabilität langfristig geben können. Insofern, allein hier schon nähert sich aus meiner Sicht die Notwendigkeit, dass die EZB reagieren muss. Warum ist die EZB so zentral und relevant? Silke hat schon einiges angesprochen, aber ich denke, das sollte man sich einfach nochmal klar machen. Die EZB hat im Zuge der massiven Krisenintervention seit der großen Finanzkrise eigentlich massiv an Relevanz gewonnen. Sie ist der dominante Akteur an den europäischen Finanzmärkten. Die Bilanzsumme der EZB ist mittlerweile 8-mal so hoch wie die der größten deutschen Bank, der Deutschen Bank. Ja, man sieht das hier, vor 2008 war das noch ganz anders. Und also technisch gesprochen ist es so, dass die EZB eigentlich 2008 hat sie die Geldmärkte übernommen, 2012 dann Teile der Anleihenmärkte über ihre langfristigen Refinanzierungsoperationen. Mittlerweile dominiert sie auch die Unternehmensanleihenmärkte. Sie dominiert die Märkte für Staatsanleihen durch ihre enormen Kaufprogramme. Wir sprechen hier von 7,5 Billionen Euro. Das ist das Zehnfache dessen, was der langfristige Haushalt bzw. der Wiederaufbaufonds, der in Europa geplant ist, ausmacht. Ja, also ganz andere Dimension. Und zudem bestimmt sie als Aufseher natürlich auch die Spielregeln darüber, wie Kredite von Banken vergeben werden. Und da sprechen wir nochmal über 12 Billionen Euro. Das heißt, aus meiner Sicht ist die grüne und klimafreundliche Transformation unserer Wirtschaftsordnung nicht möglich, wenn dieser
dominante und zentrale Spieler nicht den Takt vorgibt und unter dem Verweis auf das Neutralitätsgebot gerade aus Deutschland verweigert sich das Notenbanksystem diese Rolle noch. Das sollte uns klar sein. Wer darüber mehr wissen will, es gibt dazu von uns auch ein ausführlicheren Erklärvideo. Vielleicht noch ein paar Fakten. Wir haben es angesprochen. Traurigerweise ist es so, dass eben die EZB alles andere als neutral ist, sondern sie versorgt eben nach dem Gießkannenprinzip die Wirtschaft mit Geld. Das hat das paradoxe Phänomen, und deswegen muss man sich klar machen, das ist systematisch, dass eben besonders klimaschädliche Geschäftsmodelle und Unternehmen von diesem Gießkannenprinzip profitieren. Hintergrund ist, dass die EZB sagt, sie ist neutral. Jeder, der faktisch bei ihr anklopft und Geld braucht, bekommt gewissermaßen Geld über die unterschiedlichen Programme. Und es ist auch klar, dass im Zuge dieser Transformation und Veränderungsprozesse, die anstehen, eben die gestrigen Geschäftsmodelle immer mehr Geld brauchen. Und insofern ist es ein Automatismus, der dazu führt, dass immer mehr Geld eben in die gestrigen Geschäftsmodelle gehen. Ja, und das sieht man dann auch knallhart in den harten Zahlen. Und zwar ist es so, dass wenn man sich mal anschaut, wer die Gelder bekommen hat, dann ist es so, dass 63% in diesem zum Beispiel Kaufprogramm für Unternehmensanleihen gehaltene Anleihen stammen von sehr klimaschädlichen, kohlenstoffintensiven Sektoren wie Fluggesellschaften, Ölunternehmen sind dabei, die aber nur 18% zur Beschäftigung bzw. 29% zur Wirtschaftsleistung beitragen. Und das ist eben die systematische klimaschädliche Unwucht, die hier drin ist. Liegt im System veranlagt, wie die Geldpolitik agiert, solange sie eben diese klimaschädliche Unwucht nicht adressiert. Und das ist dann auch im Kern die Forderung, die wir an die EZB haben, dass wir sagen, durch diese massive Relevanz, die die EZB hat, ist sie nicht neutral. Ihre heutige Ausgestaltung hat einfach diese starken Unwuchten, diese Schräglage. Und insofern ist es notwendig, dass sie eben Klimaschutzkriterien in ihre Operationen integriert. Und das geht nur, und das ist dann auch die zentrale Forderung, die wir haben, dass wir sagen, jetzt, wo die EZB, und das muss man wissen, die EZB ist gerade dabei, sich quasi eine neue Geschäftsstrategie oder man kann sogar noch weitergehen, eine neue Verfassung zu geben. Das wird im September entschieden im EZB-Rat. Das heißt, da wird sie festlegen, wie sie, ich sage jetzt mal grob gesprochen, über die nächste Dekade hinweg ihre Geldpolitik ausgestalten will. Und die Forderung, die wir da haben, ist, dass sie in diese neue Strategie, also in diese neue Verfassung, festschreiben muss, dass die Geldpolitik Paris-konform sein muss. Das heißt ganz konkret, dass sie eben zum einen misst und Methoden entwickelt, wie die Klimarisiken die Risiken, die aus der Klimakrise heraus resultieren, in ihren geldpolitischen Operationen vermeidet. Ja, das heißt ganz konkret, wenn ich irgendwie ein Unternehmen feststelle, das einfach nicht mit Paris-konformen Reduktionsplänen konform geht, dann sollte das auch nicht mehr von der EZB subventioniert werden. Plus eben auch, dass die fortlaufende Prüfung der Geldpolitik erfolgen muss, ob denn die geldpolitische Ausgestaltung in Einklang ist mit den europäischen Maßnahmen zum Klimaschutz beziehungsweise mit dem Pariser Klimaabkommen. Das sind im Kern unsere Forderungen und da hoffen wir auch, dass eben in Richtung der Strategiedefinition zum Ende des Sommers dann auch die EZB sich bewegt. Wobei man sich auch klar sein muss, dass eben die größten Widerstände gerade hier aus Deutschland kommen, aus der Deutschen Bundesbank beziehungsweise auch von dem Mainstream der deutschen Ökonomenzunft, die eben davon überzeugt sind, dass das oberste Mandat der Notenbank nur die Wahrung von Preisstabilität sein kann. Da darf man nicht links, nicht nach rechts schauen, weil das eben die Unabhängigkeit der Notenbank gefährden würde. So viel. Danke dir, Maurizio. Jetzt hatten wir schon einen super Input von den beiden und wir haben jetzt in den nächsten 20 Minuten die Aufgabe in der Diskussion, uns durchzuhangeln. Erstmal zu den Fragen, warum braucht es grüne Geldpolitik? Dann, wie genau kann die funktionieren? Und als drittes, was passiert eigentlich gerade schon? Und mit dem Warum zu starten, würde ich gerne von Silke hören. Maurizio hat gesagt, die Transformation geht nicht ohne die EZB. Siehst du das auch so? Warum braucht es unbedingt die EZB? Ja, das sehe ich ganz genauso. Also
Das ist vor allen Dingen, weil wir es im Augenblick eilig haben. Was die EZB unbedingt mittelfristig berücksichtigen wird, das hat sie eigentlich schon klar gemacht, da ist auch die Bundesbank mit an Bord, sind die Risiken, die vom Klimawandel und von der Transformation selbst ausgehen. Das dauert aber, das dauert Jahre, bis man da ein System entwickelt hat, auch wie quantifiziert man jetzt die Klimarisiken, wie übersetzt man das in Finanzrisiken, wie misst man das Ganze überhaupt? Und wir würden sagen, die Investitionen jetzt sind entscheidend. Das heißt, wir warten jetzt nicht, bis das alles klar ist, wie man das richtig sauber machen kann, sondern wir ergreifen jetzt Maßnahmen, nicht nur um den CO2-Bias, der jetzt in der Geldpolitik drin ist, zu kompensieren, sondern darüber hinaus auch die Klimapolitik zu unterstützen. Weil nur so wird der Finanzmarkt, vom Finanzmarkt Anreize ausgehen, dass auch grüne Investitionen getätigt werden. Und ohne die werden wir wirklich Schwierigkeiten haben, die Transformation rechtzeitig fertigzustellen. Maurizio, da gehst du mit? Vollkommen. Ich würde noch ergänzen, dass in der heutigen Ausgestaltung die Geldpolitik ja eigentlich die Anstrengungen der Politik konterkariert. Ja, also weil das geldpolitische Anreiz, die geldpolitische Anreizmechanik ja eben eine Hintertür öffnet, dass eben diese klimaschädlichen Unternehmen, deren Geschäftsmodelle beispielsweise durch eine CO2-Bepreisung unter Druck kommen, ja eigentlich durch die Hintertür weiterhin mit günstigen Refinanzierungsbedingungen subventioniert werden und damit eigentlich den Prozess ausbremsen. Ne? Und das ist, glaube ich, ganz zentral. In ihrer heutigen Ausgestaltung konterkariert bzw. unterläuft die Geldpolitik die Anstrengungen der Geldpolitik, der Wirtschaftspolitik. Und das ist gegen das Mandat. Ja? Das gibt das Mandat der EZB meines Erachtens nicht her. Danke. Danke. Ich glaube, mit dem Warum sind wir eigentlich schon relativ klar, auch dank der guten einführenden Statements. Ich würde deswegen gleich zum Wie übergehen. Wie soll denn das jetzt funktionieren? Die EZB hat irgendwie verschiedene Instrumente, die macht Aufsicht, die macht aber auch Geldpolitik. Da gibt es viele Baustellen. Maurizio, willst du mal anfangen? Nochmal. Also ich denke, Silke hat schon ganz wichtige Themen angesprochen. Ich würde aber eingangs nochmal auf den für mich sehr wichtigen Punkten, ich glaube, da haben wir auch ein bisschen einen kleinen Unterschied. Ich glaube, zentral ist jetzt als erstes, dass die EZB die Notwendigkeit zu handeln in ihrer, ich sage jetzt mal, Verfassung anerkennt. Insofern ist die zentrale Forderung, die ich habe, dass sich die EZB im Rahmen ihrer neuen Strategie zu einer Paris-konformen Geldpolitik bekennt. Und ausgehend von diesem Selbstbekenntnis wird sie dann auch gezwungen sein, ihr Instrumentarium dahingehend zu überprüfen, ob es denn tatsächlich Paris-konform ist. Und dann kommen wir in ganz konkrete Instrumente, dass, wenn wir klassisch geldpolitisch argumentieren, dass eben die Refinanzierungsoperation und die Sicherheiten, die akzeptiert werden, auch je nachdem, welche Abschläge da auch genommen werden, adjustiert werden können bzw. müssen, um eben den Klimaschutz da auch zu berücksichtigen. Aber natürlich noch viel konkreter, wenn es um die Kaufprogramme geht, dass da eben auch ganz klar die Frage ist, welche Unternehmen hier reinkommen. Und ich würde da vielleicht ergänzen, es ist sicherlich richtig, dass die präzise Erfassung von Klimarisiken eine extrem komplizierte Aufgabe ist. Aber zum einen sind in den Zentralbanken, denkt nur an die Bundesbank, da ist wirklich eine enorme Man- und Brainpower, die da zur Verfügung steht, die das leisten sollte. Und in dem ersten Schritt kann man ja durchaus mal sagen, naja, also ob jetzt so ein Kohleunternehmen tatsächlich Paris-konform ist, das noch bis 2040 Kohle fordern möchte. Ich glaube, da muss man jetzt kein Wahrsager sein, dass man da dann doch auch relativ schnell Zweifel haben kann. Und insofern sehe ich in diesen Instrumenten eigentlich relativ schnell konkrete Änderungsmöglichkeiten, so dass man eben den Carbon Footprint, die Instrumente haben, auch massiv reduziert werden können. Wir haben das auch in Studien, die man bei uns auf der Seite runterladen kann, zusammen mit WissenschaftlerInnen auch sehr detailliert aufgeschlüsselt, beispielsweise für den Sicherheitenrahmen, für das Kaufprogramm. Bei anderen Programmen ist es schwierig, ne? Zum Beispiel das Kreditverbriefungskaufprogramm ist völlig intransparent. Ich habe den Verdacht, dass da auch ganz schön viel Schmutz betrieben wird, weil es hauptsächlich ein Subventionierungsprogramm für Autokonzerne ist, die über ihre Autobanken da den
sozusagen schweren Autokauf mit subventionieren. Aber da ist die EZB so intransparent, dass wir das gar nicht wissen können und dann auch natürlich auch keine Alternativen vorschlagen. Da muss ich dich kurz bremsen, weil in die Punkte müssen wir, glaube ich, nochmal mit mehr Details einsteigen. Aber davor will ich nochmal den Punkt an Silke zurückgeben. Kann sich die EZB eine Paris-konforme Geldpolitik selbst verordnen oder braucht es da noch mehr? Genau, das ist eben mein Problem, dass die Strategie, die entscheidet die Zentralbank selber. Aber es gibt schon Verträge. Wir haben in den EU-Verträgen steht drin, dass die Geldpolitik die allgemeine Wirtschaftspolitik unterstützen soll. Eigentlich müsste die Geldpolitik nächste Woche, am besten schon hätte sie letztes Jahr anfangen sollen, aktiv zu werden. Es kann eigentlich nicht sein, dass die EZB jetzt erst mit der Strategie sagt, ja, wir werden uns klimakonform verhalten, sondern das ist völlig unabhängig. Das ist vertraglich schon festgelegt. Und mein Problem damit, wenn die EZB das jetzt in ihre Strategie reinschreibt, dann müssen wir darüber überlegen, welche anderen Ziele sollte sie denn da auch noch reinschreiben. Denn wenn sie jetzt nur die Klimapolitik als unterstützungswürdig da reinschreibt, was ich, wie gesagt, schon, das ist gar nicht ihr Recht, das da reinzuschreiben, die hat sie zu unterstützen, das ist in den Verträgen. Aber was ist denn dann mit der Vollbeschäftigung? Es gibt gute theoretische und empirische Gründe für die Annahme, dass man auch bei Preisstabilität ruhig die Zinsen eine Weile noch nicht bei null, aber ein bisschen niedriger lässt, damit Langzeitarbeitslose wieder in den Wirtschaftsprozess integriert werden. Wenn die EZB jetzt ein wirtschaftspolitisches Ziel sich rauspickt und das in ihre Strategie mit aufnimmt, dann wird es später umso schwieriger zu sagen, Moment, da gibt es aber noch andere Ziele, für die dieses wichtige makroökonomische Instrument der Geldpolitik auch verantwortlich ist. Und das wären eben meine Bedenken. Wir haben das Glück, dass wir sehr fähige Zentralbanker haben, also die Notenbankpräsidentin Draghi und Lagarde haben die praktizierte Strategie wirklich doll vorangebracht. Aber bloß weil man jetzt findet, dass sie eine gute Politik gemacht hat, darf man ihnen nicht mehr Macht zusprechen, als vertraglich eigentlich schon vorgesehen ist. Dürfte ich noch eine Sache loswerden? Und zwar ist es so, dass allein schon zum Erreichen ihres vorrangigen Ziels, also die Preisstabilität, da gibt es so viele entscheidende Fragen und da hat sie sich ja jetzt auch immer weiterentwickelt und das ist eigentlich das, da hat sie Entscheidungsbefugnis, das soll in die Strategie, ansonsten sollte sie in der Strategie noch schreiben, wir sind uns bewusst, dass wir in dem Maße, in dem es möglich ist, die Wirtschaftspolitik der EU unterstützen müssen und das wäre ein Novum. Das stand nämlich 2003 nicht drin und auch 1998 nicht. Okay, da will ich nochmal einhaken an der Stelle. Du sagst, es soll nicht in die Strategie geschrieben werden, weil es dann mit anderen Zielen konkurrieren könnte, die dann da auch vielleicht rein sollten. Aber wenn die EZB jetzt nun nicht tut, was sie soll beim Klimaschutz, wer müsste denn dann der EZB sagen, was sie tun soll und wie würde es mit der Unabhängigkeit funktionieren? Das Europäische Parlament sollte ihr das sagen und zwar immer wieder und gegebenenfalls nicht nur bei der Klimapolitik. Unabhängig, Weisungsunabhängigkeit heißt ja nicht, dass man keine Ratschläge entgegennimmt, dass man nicht zuhören muss, wenn berechtigte Kritik an dem Verhalten geäußert wird. Ich meine, ja, aber das Schöne ist ja, wenn man sich die Publikationen anguckt, der Notenbanken des Eurosystems, da kommen ja wirklich sehr vernünftige Sachen raus. Die französische Zentralbank ist Vorreiter bei den Überlegungen über, wie integriert man Klimapolitik. Man muss jetzt wirklich nur alle überzeugen und da hilft dann vielleicht ja auch der politische Druck, weil politischer Druck heißt ja nicht, die EZB soll nur nicht tun, was gegen ihr Hauptziel der Preisstabilität verstößt. Sie kann nicht animiert werden, Hochinflationspolitik zu machen. Aber natürlich muss sie darauf hören, auf Ratschläge, die sagen, wie sie die allgemeine Wirtschaftspolitik unterstützen kann.
Maurizio, findest du auch, dass das Europäische Parlament der EZB ein paar Ratschläge geben sollte bezüglich der Prioritäten, die neben der Preisstabilität wichtig wären? Also ich würde Silke zustimmen, dass es eigentlich nicht nötig sein sollte, das Thema Klimaschutz extra zu erwähnen, weil es eigentlich in den Verträgen klar ist und auch wenn man nochmal das Pariser Klimaabkommen sieht, ne, wo ganz explizit festgehalten ist, dass dass Finanzströme klimaresilient gemacht werden müssen und die EZB ist als Organ der EU also unterzeichnete Partei. Ja, das heißt sogar, dieser Vertrag ist direkt bindend für die EZB. Insofern könnte man argumentieren, die EZB begeht Völkerrechtsbruch, ne, wenn sie das nicht gesetzt müssen. Hey, ich will damit nur sagen, also der Rechtsrahmen ist eigentlich eindeutig, sodass die EZB genau das schon hätte tun müssen. Bin ich voll bei Silke. Aber die Macht des Faktischen zeigt halt, dass eben speziell auf Betreiben der Bundesbank, die argumentiert, dass wenn man Wirtschaftspolitik betreiben würde, dann müsste man ja alle möglichen Politiken betreiben. Ne? Dann würde man heute Unternehmen ausschließen, die keine Gleichstellung betreiben. Wenn man Krieg führen würde, würde man eben nicht die Unternehmen, müsste man die Unternehmen stützen, die eben Rüstung betreiben. Also das wird dann relativ schnell weggetan und so, naja, wir sind ja keine alltagspolitische Institution und ohne dass ich das akzeptiere, aber in Anerkennung dessen scheint es eben so zu sein, dass es hier eben eine klarere Definition für die GeldpolitikerInnen braucht. Und da ist eben die Strategie für mich das einzige Tool, um das eben festzuzurren. Leider ist es nicht so wie zum Beispiel bei der Bank of England, dass eben das Finanzministerium wirklich das Mandat einfach so ändern kann. Da müsste es wahrscheinlich mehr als das Europäische Parlament brauchen, nämlich eine Vertragsänderung, damit das wirklich dann auch bis in die Bundesbank durchdringt. Das ist leider so. Und insofern denke ich oder bin ich davon überzeugt, dass wir eben tatsächlich das definitive Festhalten in der Strategie brauchen, um eben eine schnelle Veränderung auch zu sehen. Alles klar. Um nochmal zu den Instrumenten zu kommen, wie genau machen wir denn jetzt eine gute grüne Geldpolitik? Ihr hattet da beide schon eingangs ein paar Sachen, aber ich würde gerne nochmal, dass wir auf die Instrumente einzeln eingehen, sodass wir nochmal alle mitnehmen und das nochmal ganz verständlich machen. Wie funktioniert denn das jetzt, Silke, mit den Sicherheiten? Also bei den Sicherheiten gibt es drei Ansatzpunkte. Der erste, den könnte man morgen umsetzen. Da könnte die EZB sagen, ab einem bestimmten Jahr, ob das jetzt 2023 oder 2024 ist, werden wir nur noch Sicherheiten akzeptieren, für die klimarelevante Informationen vorliegen, damit wir beurteilen können, ob sie klimaschädlich oder klimafreundlich sind. Da müsste man natürlich für kleinere Unternehmen das ein bisschen vereinfachen, damit die nicht wieder ins Hintertreffen geraten. Aber das ist schon mal das hätte eine Signalwirkung. Dann könnte man bei der Notenbankfähigkeit an sich ansetzen. Das heißt, klimapolitische Kriterien mitentscheiden lassen, ob eine Anleihe überhaupt notenbankfähig ist, also als Sicherheit beim Eurosystem eingereicht werden kann. Kann man machen, scheint jetzt, dann würde man ganze Unternehmen ausschließen. Irgendwann wird es dazu kommen. Allein aus Risikoüberlegungen wird die EZB in 5, 6 Jahren das wahrscheinlich machen. Aktuell halte ich es für schneller umsetzbar vor September. Hat mit der Strategie nichts zu tun. Man macht einen Bewertungsabschlag erstmal auf alle. Das heißt, wenn eine Bank eine Anleihe im Wert von 100 Euro beim Eurosystem einsetzen möchte, dann kriegt es dafür nur 90 Euro Sicherheit gutgeschrieben. Ein Bewertungsabschlag im Englischen Haircut von 10%. Und der wird auf alle gesetzt und nur die zeigen können, dass ihre Investition entweder grün ist oder aber die Transformation in irgendeiner Weise begünstigt, die haben diesen Abschlag nicht. Damit würde man die Finanzierung von
grünen Anleihen und letztlich auch grünen Krediten, grünen Bankkrediten fördern. Deswegen ist das Mittel der Sicherheiten so schön. Es wirkt sehr weit. Während gut, das Instrument der Wertpapierkäufe, das ist viel leichter zu verstehen und viel, viel einfacher, wenn die EZB und die anderen Zentralbanken des Eurosystems Wertpapiere kaufen, dann sollen sie da klimapolitische Kriterien anlegen, das grüne Segment immer weiter ausbauen. Ja, aber das Volumen ist einfach deutlich kleiner, weil ich zum Beispiel die ganzen staatlichen Anleihen da rausnehmen würde. Das halte ich für eine politische Frage, dass da sollte die EZB wieder nicht eingreifen. Maurizio, was braucht es noch bei den geldpolitischen Instrumenten? Ja. Also kann ich nur zustimmen, was die Sicherheiten betrifft. Wir haben ja auch gezeigt, dass Status quo ist ja so ist, dass die klimaschädlichen Unternehmen mit geringeren Abschlägen belegt werden als die klimafreundlichen. Ja, also die Anreizmechanik heute über das Sicherheitssystem ist genau entgegengesetzt zu dem, was Silke gerade beschrieben hat. Was ich darüber hinaus auch noch vorschlagen würde, wäre, dass man einfach die geldpolitischen Portfolien beziehungsweise auch das, was man an Sicherheiten hält, dass man den Carbon Footprint misst. Da gibt es gute Verfahren dazu, ne? So wie viel CO2 wird auf 1 Million Euro Umsatz emittiert. Das kann man auf sektoraler Ebene machen und dass man ganz klar kommuniziert, dass man diesen CO2-Footprint der Portfolien gemäß der Beschlüsse des Europäischen Parlaments reduzieren möchte. Ja, also wir haben klare Beschlüsse des Europäischen Parlaments, dass bis 2030 60%, der Kommission 55% CO2 reduziert werden soll. Und genauso sollte sich das auch für das geldpolitische Portfolio verhalten. Das wirft ein paar Fragen im Detail auf. Was mache ich, wenn ein Unternehmen dann diesen Reduktionspart nicht einhält, ob man dann innerhalb des Sektors ungewichtet und das innerhalb des Sektors erfolgreiche Unternehmen belohnt oder ob man zwischen den Sektoren dann readjustiert. Aber ich denke, da gibt es schlaue Möglichkeiten, die auch nicht allzu kompliziert sind. Die Aufforderung an die EZB ist einfach, dass sie sich diesen Fragen stellen muss und Wege aufzeigen muss. Ja, und ich vertraue darauf, dass es genügend schlaue Menschen in diesen Institutionen gibt, die dann auch plausible Wege gehen können. Ja. Super. Lasst uns zu unserem letzten Fragenblock kommen. Was passiert denn gerade schon? Die EZB macht ihre strategische Überprüfung. Die französische Nationalbank hat schon Sachen angekündigt. Wie ist denn jetzt gerade der Status quo im Eurosystem, EZB, Bundesbank? Wer hat schon was gesagt und wo stehen wir da? Vielleicht Silke kurz. Ja, die französische Zentralbank hat weitgehende Vorschläge, die sich so in etwa auch mit dem, was Maurizio gesagt hat, decken, würde ich sagen. Das sind so die Vorschläge, aber halt perspektivisch eher. Und das gilt halt für die Zentralbanken insgesamt, dass gesagt wird, wir haben ein noch zu lückenhaftes Berichtswesen, sodass wir wirklich den Carbon Footprint oder anderen Ansatzpunkten noch nicht unmittelbar für alles durchführen können. Bei börsennotierten Unternehmen ist es einfacher, da müsste es ansatzweise gehen. Wir haben allerdings auch Zentralbanken, die schon weitergegangen sind. Das ist die schwedische und auch die englische, die UK-Zentralbank wird jetzt demnächst wahrscheinlich auch deutlich weitergehen. Und bei uns ist die Bundesbank diejenige, die bremst, weil sie auch auf die Marktneutralität besteht. Und da würde ich sagen, naja, Marktneutralität haben wir eigentlich sowieso nicht, weil allein dadurch, dass man Anleihen kauft, ist man ja schon nicht marktneutral, weil nicht alle Unternehmen begeben Anleihen. Und dann sind die einzelnen Programme, also die Asset-Backed Securities oder die gedeckten Schuldverschreibungen und die reinen Unternehmensanleihen, die Gewichtung entspricht auch nicht ihren Gewichten im Markt. Dann würde ich sagen, gut, dann machen wir jetzt, teilen wir die ein bisschen anders auf, haben ein grünes Segment und dieses, innerhalb dessen wird dann marktneutral agiert, aber der wird immer weiter ausgeweitet. Maurizio, können wir in Europa weiterkommen? Die EZB macht jetzt ihren Review und die Bundesbank bremst. Wie soll es da vorangehen? Ja, also ich glaube, es ist wichtig, es kam, glaube ich, auch die Frage, dass es tatsächlich VertreterInnen aus dem Zentralbanksystem gibt, die diese
Probleme anerkannt haben und auch eben Lösungen anbieten, die in unsere Richtung gehen, auch in der EZB. Frau Schnabel, die deutsche Vertreterin, finde ich, ist sehr progressiv. Also progressiv. Sie ist da, wo ich denke, man eigentlich realistischerweise sein muss. Die Probleme liegen tatsächlich in erster Linie in Deutschland, nicht nur in der Bundesbank, sondern auch, ich würde sagen, in der Breite der Ökonomenzunft. Und da sehe ich einfach auch ganz große Widersprüche. Also wie Silke auch sagt, ne, da wird jetzt in Bezug auf Klima, wird jetzt Marktneutralität zum Mantra hochgehalten. Aber es war beispielsweise die Bundesbank, auf deren Betreiben man beim Staatsanleihenkaufprogramm eben von der Marktneutralität abgewichen ist. Ja, da hat man gesagt, ja, es ist ja ein bisschen blöd, nach Gießkannenprinzip Staatsanleihen zu kaufen. Wir wollen ja nicht, dass die Italiener so viel Kredit von der EZB bekommen. Wir weichen davon ab und kaufen nach dem Kapitalschlüssel der EZB. Ja. Das wurde dann genannt, wir ziehen eine Leitplanke gegen das Verbot der monetären Staatsfinanzierung. Und diese Widersprüchlichkeit müssen wir einfach aufdecken, weil genau mit dem gleichen Argument, dass eben europäische Verträge nicht gebrochen werden sollten in Bezug auf die Nachhaltigkeit und den Umweltschutz, braucht die Geldpolitik Leitplanken. Ja? Und das rechtfertigt auch die Abweichung von diesem angeblichen Neutralitätsprinzip. Und da habe ich die Hoffnung, dass wir halt tatsächlich diesen Diskurs auch in Deutschland so weit führen können, dass diese Fragen aufgedeckt werden, damit auf europäischer Ebene eben mehr Raum entsteht, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ja. Also wir müssen in Deutschland eben dafür sorgen, dass eben diese Opposition, die aus sozusagen unseren Kreisen kommt, nicht dazu führt, dass diejenigen auf europäischer Ebene, die eigentlich in die richtige Richtung schreiten wollen, hier ausgebremst werden. Also braucht es auch den kritischen Druck der Zivilgesellschaft, dass die Bundesbank sich nicht querstellt. Genau, ich glaube, es braucht einfach die Transparenz darüber. Ne? Und ich habe den Eindruck, dass es langsam sich ein bisschen bewegt. Auch die Bundesbank, muss man sagen, hat sich bewegt, beispielsweise in Bezug auf die Akzeptanz dieser Klimarisiken. Wobei, da würde ich auch sagen, liegt der Teufel auch im Detail. Ja? Also die Bundesbank hat sich da auch wirklich nur marginal bewegt, indem sie sagt, ja, wir müssen Transparenz schaffen. Wir akzeptieren nur noch Anleihen beispielsweise von Unternehmen, die reporten. Und wir würden auf Ratingagenturen zurückgreifen, die eben Klimarisiken messen. Aber wir wissen alle, dass Ratingagenturen nicht unbedingt die besten Ratgeber sind, wenn es um die Erkennung und Antizipation von langfristigen strukturellen Risiken geht, die sich in der Geschichte noch nicht realisiert haben. Ja, also das ist so, die arbeiten einfach mit Ausfallhistorien und die gibt es in Bezug auf den Klimawandel nicht. Insofern sind das die falschen Ratgeber. Ja, also da steckt auch der Teufel im Detail und da müssen wir genau hinschauen. Danke. Nochmal eine letzte Frage an Silke zu dem, was gerade schon passiert. Kannst du für uns nochmal zusammenfassen, was die EZB, es gab jetzt ja so verschiedene Reden und irgendwer hat schon gesagt, wir können uns dieses und jenes vorstellen. Also von all dem, was wir fordern, wo hat denn die EZB schon signalisiert, dass man in die Richtung gehen möchte? Ja, die EZB an sich hat ja noch gar nicht signalisiert, weil Lagarde ja auch die Klimapolitik als Teil der Strategiediskussion sieht und das wird ja im Augenblick noch diskutiert und deswegen hat sie sich dazu ja auch nicht geäußert, außer dass sie sagt, das ist für sie sehr wichtig. Hm. Der französische Zentralbankpräsident hat relativ konkrete Vorschläge bereits vorgelegt und Ende März hat dieses Netzwerk der Zentralbanken, wo alle Zentralbanken des Eurosystems drin sind und noch ein paar anderen, seit jüngstem auch die US Federal Reserve, die haben jetzt eben so ein sehr detailliertes technisches, nennen sie es, einen technischen Bericht vorgelegt, wo die ganzen Optionen, die eine Rolle spielen können, mal aufgelistet sind. Und wenn man das liest, dann wird halt auch sehr klar, dass die Grenzen, also erstens wird sehr klar, dass unverzüglich gehandelt werden muss, weil die EZB und die anderen Zentralbanken des Eurosystems ja auch erhebliche Risiken in ihren Bilanzen haben. Dann wegen der bevorstehenden Finanzmarktrisiken, wo man nie weiß, wann die jetzt wirklich zum Tragen können. Das kommen, das kann in 5 Jahren sein, das kann in 3 sein, das kann aber auch in 2 sein. Und dann eben eigentlich die Geldpolitik und der CO2-Bias, der jetzt drin ist, das ist weitgehend, glaube ich, akzeptiert, dass es den gibt,
dass da gehandelt werden muss. Aber ja, konkret ist davon von der EZB jetzt noch nichts zu hören. Aber wie gesagt, ich würde das entkoppeln von der Strategiediskussion und finde, sie könnte da sofort aktiv werden. Oder ja. müsste sofort aktiv werden, wäre richtig formuliert. Ja, ich glaube auch, dass die Zeit drängt, ist Konsens. Wir nehmen jetzt noch eine Frage auf, die würde ich an Maurizio spielen. Gesa Schneider fragt, was kann das Europäische Parlament machen, um, jetzt muss ich hier kurz schieben, grüne Geldpolitik zu unterstützen? Also was genau könnte das Europäische Parlament tun, um die Debatte voranzubringen, die EZB voranzubringen? Also gute Frage, weil die EZB ist ja operativ, also institutionell unabhängig, aber rechenschaftspflichtig gegenüber dem Europäischen Parlament bzw. dem Finanzausschuss des Europäischen Parlaments. Das heißt, wenn es eine Institution gäbe, wie Silke ja auch schon angedeutet hat, die nochmal klar zum Ausdruck bringen könnte, wo denn die Priorität bei der wirtschaftspolitischen Ausrichtung der EU liegt, dann wäre eine Deklaration des EU-Parlaments bzw. die explizite Aufforderung, Klimaschutz zu integrieren, sicherlich hilfreich. Es gab auch schon Fälle, wo das passiert ist im Finanzausschuss. Aber man muss auch sagen, es gibt keine, also die EZB ist nicht weisungsgebunden. Ja. Das heißt, das Parlament könnte viel sagen. Am Ende obliegt es dem EZB-Rat zu entscheiden, was er tut und was er nicht tut. So ist es eben institutionell verfasst und das Unabhängigkeitsverständnis der Notenbank. Ja, also es würde helfen, aber es würde wahrscheinlich nicht zwingend sein. Ja, wenn ich das hier ergänzen darf, ein Ergebnis unserer Zentralbankenkonferenz im Februar war auch sogar zu fordern, dass das Europaparlament die Sekundärziele der europäischen Wirtschaftspolitik priorisiert und dann der EZB sagt, am wichtigsten ist für uns A, B und C, damit ihr ein bisschen Guidance habt, was von dieser ganzen europäischen Wirtschaftspolitik ihr jetzt besonders fordern sollt. Könnte man sich auch vorstellen, aber gleichzeitig ist natürlich im Europäischen Parlament auch ein großes politisches Spektrum versammelt mit verschiedenen Blickwinkeln auf die EZB und was sie tun sollte. Von daher ist es, glaube ich, auch eine mittlere bis größere Herausforderung. Wir haben jetzt noch 7 Minuten und ich glaube, mit den Fragen sind wir schon ganz gut vorangekommen. Deswegen würde ich vorschlagen, wir kommen jetzt schon mal, wenn das für auch Marc okay ist, in die Schlusskurve und ich würde gerne noch mal eine Minute, oder Markus, Marc? Ich wollte nur kurz, ich habe im Chat noch eine Frage von Paul gesehen. Ich gucken. Ah, okay, die Frage spielen wir noch mal rein und danach drehen wir Richtung Schlusskurve und dann würde ich gerne noch mal ein Summary, ein zusammenfassendes, kurzes Statement von euch beiden haben, bevor Marc die Schlussworte finden darf. Aber davor noch mal kurz hier die Frage und ich überlasse es euch, wer antworten mag. Wird der bevorzugte Ankauf von Staatsanleihen im Rahmen des PSPP, des Anleihekaufprogramms nach klimapolitischen Bewertungskriterien diskutiert? Und wird es diskutiert, nehme ich an, ist die Frage, wird es auch innerhalb der EZB diskutiert? Darf ich ganz kurz? Bitte. Dann würde ich mal, also das PSPP ist ja das Programm für öffentliche Wertpapiere. Da finde ich es etwas problematisch, weil da sind ja zu einem ganz großen Teil die Staatsanleihen. Die Staaten haben sich ja verpflichtet. Die werden ja hoffentlich auch ihrer Verantwortung gegenüber den Pariser Verträgen gerecht. Und es ist nicht Aufgabe der EZB, die Staaten damit jetzt zu gängeln. Das ist ein europäischer Prozess. Und selbst europäische Bank für Wiederaufbau oder andere Institutionen, die müssten sich auch an den Pariser Vertrag und an die Klimapolitik der Regierungen halten. Mir würde es eher um die privaten, also die Anleihen des nichtstaatlichen Sektors gehen. Und ja, da bewegt sich im Augenblick nichts, aber das wäre relativ schnell umsetzbar und sehr sinnvoll. Danke. Vielleicht darf ich da kurz ergänzen. Ich finde es ganz zentral,
Es gibt Forderungen, dass man Klimakriterien auch bei Staatsanleihen berücksichtigen solle, aber ich halte das für hochgefährlich, wenn das die Notenbank macht. Also das ist ganz genau umgekehrt. Hier haben wir ungewählte Technokraten und die sollten sich davor hüten, demokratisch gewählten Vertretern sozusagen geldpolitische Vorschriften machen. Also ich denke, genau da ist das die Kritik, die an der allgemeinen Ausrichtung kommt, völlig zutreffend. Ungewählte Technokraten dürfen nicht die Politik vorschreiben, die demokratisch gewählte Parlamente umsetzen. Ja, also das wäre mir auch sehr wichtig. Klare Aussage dazu und dann drehen wir jetzt auf die Zielgerade ein und ich gebe zuerst an Maurizio, was braucht es jetzt als nächstes, was ist der erste Schritt und wo siehst du dich da, was können wir tun, dass wir bald zu der grünen Geldpolitik kommen, die wir uns wünschen? Ja, also ich sehe einfach die Notwendigkeit, auf den Klimaschutz zu reagieren, höchst relevant an. Ich würde ihn sozusagen naturgemäß priorisieren. Das Bundesverfassungsgericht hat auch gesagt, Klimaschutz ist Menschenrecht, ist ein Grundrecht. Das heißt, es gibt keine Diskussion, dass darauf zu reagieren ist. Die EZB hat das noch nicht gemacht. Den einzigen Weg, beziehungsweise die Grundlage dafür, dass sie reagieren wird, aus meiner Sicht, ist eben, dass sie das in der Strategie auch festschreibt. Es ist traurig, aber leider so. Und insofern ist aus meiner Sicht sehr wichtig, dass wir alle darauf hinarbeiten, dass wir das in der Strategie auch wiederfinden, weil nur dann ist eben das Tor offen, durch das dann die Geldpolitik in ihren alltäglichen Operationen durchschreiten kann, nämlich die Klimakrise endlich ernst zu nehmen. Und da braucht es eben auch viel Öffentlichkeit und öffentliches Verständnis dafür, gerade auch über die Rolle, die eben die deutsche Ökonomen und die Bundesbank hier auch einnimmt. Ja. Danke dir. Silke, was braucht es jetzt als allererstes und wie kommen wir dahin? Ja, Mikro noch an. Sorry. Dadurch, dass sich die EZB jetzt ja auch festgelegt hat, dass sie die Strategiediskussion noch abwartet, bis sie irgendetwas macht in Sachen Klima, müssen wir jetzt wahrscheinlich darauf warten. Ich wäre dafür, dass wenn sie das Klimaziel oder die Klimapolitik erwähnt in ihrer Strategie, dass sie es eben andere Ziele auch erwähnt und vor allen Dingen ganz klar macht, und wie gesagt, das wäre ein Novum gegenüber den letzten, dass sie sich bewusst ist, dass sie die allgemeine Wirtschaftspolitik unterstützen muss, weil Geldpolitik einfach als eine von nur zwei Makropolitiken, die wir haben, zu wichtig ist, als dass man sie nur auf Preisstabilität reduzieren kann. Dann fände ich es sehr wichtig, dass das Europäische Parlament die Diskussion stärker in diese Richtung bringt, immer mal wieder erinnert. Wir haben hier Ziele. Guckt doch mal, ob ihr die nicht vielleicht auch umsetzen könnt oder solltet. Und man muss ja nicht gleich die EZB verklagen, sondern durch eine Diskussion und durch eine breite Diskussion an die Vernunft appellieren. Ja, es geht nicht um Weisungen oder Druck, sondern einfach durch den Diskurs hoffentlich zu einer Einigung zu kommen, was schwierig ist, weil gerade im Augenblick durch die Bremser in Deutschland, aber wie Maurizio gesagt hat, auch da gibt es ja einige Vertreter, die wirklich einen optimistisch stimmen. Sehr gut. Ich danke euch beiden und der guten Initiative der European Citizens Bank. Ich finde es ein großartiges Projekt und hatte sehr viel Spaß und darf damit jetzt an Marc übergeben für das Schlusswort. Danke Magdalena, danke euch allen für die spannende Diskussion. Ich glaube, es ist klar geworden, wieso die EZB den Klimawandel in ihrer Geldpolitik berücksichtigen sollte und die verschiedenen Möglichkeiten, wie das getan werden kann. Ich glaube, es ist ganz spannend, jetzt zu gucken, wie sich die Diskussion weiterentwickelt, in der Zivilgesellschaft, in der EZB wieder Druck ausgeübt werden kann und was letztendlich dort rauskommt. Wir werden mit unserer Initiative der European Citizens Bank weiter diesen Diskurs verfolgen und daran teilhaben. Und im Kontext dessen möchte ich Sie nochmal ermutigen, auf die Website zu kommen, www.europeancitizensbank.de. Dort können Sie sich registrieren und
die verschiedenen Informationsmaterialien erkunden, wie auch eigene Vorschläge abgeben zu dem, was die EZB ihrer Meinung nach tun sollte. Des Weiteren geht es weiter mit unserer Webinarserie. Morgen gibt es bereits das nächste, ebenfalls um 18 Uhr. Dort werden wir das Thema eines digitalen Euros bereden. Die EZB überlegt nämlich momentan, in den nächsten Jahren eventuell eine digitale Version des Bargelds einzuführen. Darüber werden wir morgen diskutieren. Am kommenden Montag werden wir über mögliche Ursachen und Folgen von niedrigen Zinsen diskutieren. Eine Sorge, die häufig in der Bevölkerung schwebt. Und dann zuletzt möchte ich nochmal die Bürgerinnenversammlung ansprechen, die wir am 11. und 12. Juni organisieren, wo wir zufällig Menschen, die sich vorher angemeldet haben, auswählen, die dann in einem besonderen Prozess moderiert, professionell moderiert und von ExpertInnen begleitet, Vorschläge erarbeiten, die wir an die EZB schicken. Also kommt gerne auf unsere Plattform und beteiligt euch. Vielen Dank fürs Zuschauen und Fragen stellen. Vielen Dank an Magdalena, Maurizio und Silke und euch allen einen schönen Abend. Macht's gut. Vielen Dank. Tschüss. Danke, tschüss.